Und damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen angespielten Mobile Royale. Ein gemeinsamer Feind schweißt die vielleicht zusammen. Der Ork und der Mensch gegen den Drachen. Ah. Gucken wir mal, was uns hier so erwartet in dem Spiel. Wenn es denn gleich geladen hat. Sieht wie ein Aufbauspiel aus, oder? Quests. Verbessere die Burg auf Level 2. Wollen wir das ganze Zeug, was hier drin ist? Oder kriegen wir das Ding pro Sekunde? Wahrscheinlich, oder? Kriegen wir aktuell die ganzen Ressourcen. Von Level 1 auf Level 2. Clan-Seelenste in frei... Ach so, Clan-Seelenstein freischalten. Eieiei, was ist das für ein Umbruch? Okay. Schließe Stadtquest ab, um Belohnung zu erhalten. Gut, der Clan-Seelenstein ist eine uralte Ruine, die unsere Truppen an verschiedene Orte in Volandia schicken kann. Und dann geht's los mit der Kampagne. Ups, jetzt habe ich aus dem weggeklickt. Ein Pole macht 13.293. Ich habe keine Ahnung, wie viel Macht ich habe. Konnte ich jetzt auch gar nicht sehen. Erster Kampf vernichtet alle Feinde, Überlebende. Das war mir auch zu schnell. Mein Lord, ich bin ein ziemlich guter Heiler. Lass mir dir im Kampf helfen. Tipp auf das Heldensymbol, um Helden einzusetzen. Die Zwerge greifen an. Geh raus und kämpfe. Infanterie, mir nach. Zum Angriff. Wir haben 2 Minuten 30 Sekunden Zeit, aber können uns auch selber bewegen. Und der Zwerg macht gut Schaden, ne? Ist halt auch ein Held, ne? Der Kreis leuchtet auf, wenn Mana des Helden voll ist. Tipp auf das Heldensymbol, um die aktive Fähigkeit des Helden zu nutzen. Ja, ist ja nur doof, ist schon tot gewesen. Sie hat geheilt. Und die Fähigkeit wäre... Es war ready, aber konnte ich nicht mehr benutzen. Ja, bisschen Erfahrung für mich, bisschen Erfahrung für den Helden und 1000 Dinge, die ich bekommen habe. Na, auch nächste Quest abgeschlossen. Held und VIP, glaube ich, bekommen. Den Pale, okay, den habe ich noch nicht. Die Priesterin ist beschwörbar. Sawirs. Patsch. Ja. Wunderbar. Maximale Brigadegröße plus 2500 Fernkämpfer. Okay, jetzt haben wir sogar zwei Helden. Einmal Paladin, einmal Priesterin. Trainiere 10 Milizen. Da ist die Kaserne. Ja, ist ja okay. Ach, keiner möchte hätte was Eigenes zu machen. Weil ich finde es ganz cool, wenn hier immer die Ressourcen hochgehen, ohne dass man irgendwie neu laden muss oder so. Ich finde es immer sehr, sehr nice. So, Kapelle freigeschalten. Nice. Auf Level 3. Da kommt ein Drache, der unsere Burg angreifen wird. Der legendäre Wächterdrache ist die Quelle all unserer Kultur und Magie. Er wird dazu beitragen, den Frieden zu sichern. Der Lord muss seine Weisheit gespürt haben, mein Lord. Also der Drache muss seine Weisheit gespürt haben, mein Lord. Lass uns jetzt zur Kapelle eilen. Der Drache sagt, ich war zu lange fort und muss meine Kräfte wieder erlangen. Hilf mir, Elementsplitter zu sammeln, dann werde ich helfen. Diese Elementarkräfte sind nicht nützlich. Okay. Wir haben Splitter bekommen, 10 Stück. Und sollen Drachenstern und Leben freischalten. Das schafft eine magische Sphäre mit Lebenskraft und schieße sie auf den Feind. Danke. VIP Level 2. Lockens in Folge 1 Tag, morgige Punkte 28. Hen Level 1 auf Level 2. Mein Händler ist plus 1, Talentpunkt plus 1, Macht plus 22. Und ich kann meine Punkte hier investieren. Entweder Ökonomie, mehr Ressourcen produzieren oder halt im Militär mehr Schaden. Oh, das ist auch mehr Schaden. Ah, geht halt weit hinter. Kann man viele Punkte sammeln. Freischalten, Drachenstellung, Leben 5000 mal 3. So, morgen Punkte 24, VIP 02 und ich kriege jeden Tag Punkte, ja. Ah ja. Das ist natürlich nice, ne? Dass man VIP ohne Dings bekommen kann, ohne Geldinvestment. Geht bestimmt wieder bis Level 20, genau. Gratisbeschleunigung unter 2,5 Stunden, unbegrenzte Verwendung von Energiestellen, unbegrenzte Teilnahme an Elite-Kampagnenstufen, alle Gildengeschenke öffnen. Na, das ist bei mir der VIP 20, das ist ja extrem heftig. Was man hier alles bekommt, Alter. Schon krass. Trainiere 10 Milizen. Erledigt. Tamala Party. 1000 Event-Coupons. Handelsschub. So, verbessert Kapelle auf Level 2. Ja, gratis war es halt noch unter... Achso, gratis, wenn die in Dings waren. Ne, ist gratis, ist okay. Kapelle auf Level 3 verbessern. Und ich kann es bestimmt erst instant verbessern, wenn es unter einem bestimmten Wert geschritten ist. Echt Geldkäufe, lass mal. Muss nicht sein. Nochmal, wer jetzt kaufen den ganzen... So, Quests. Besitze einen Helden. Empfohlene Quests. Empfehler auf Level 2 erreichen. Erreiche VIP Level 1 und Level 2. Beende Kampagne 1-2. Los geht's. Ich weiß nicht, wie viel Macht ich habe, aber ist egal. Wir machen einfach. Ach, wir haben Milizen ausgerüstet. Ausgebildet. Mhm. Was haben wir? Bestien. Brutale Wesen. Und am Schutz des Wächters können wir auch im Kampf seine Hilfe suchen. Wusch, wusch. Immer schön in die Massen rein. So, sie heilt, er soll angreifen. Wunderbar. Wahrscheinlich keiner gestorben. Hoffe ich doch. Victory! Oh, Level 3, Level 2. Und ordentlich neue Items und alles bekommen. Das ist interessant, aber so meine Macht nicht, ne? Ein geiler Kampf nochmal. Schauen wir mal, ob wir den auch besiegen können. Überlebende Brigaden. Okay. Kann ich jetzt wieder die Drachenstellung benutzen? Ja, anscheinend. Und badabum! Der kann wohl explodieren, ha? Und die haben gar keinen Helden. Puff, puff, puff. Oh, einen zweiten Kampf noch. Interessant. Faszinierend. So, dann gib mal den Attack her hier. Sieht doof aus, dass wir gegen 2 Packs kämpfen mussten. Ah, zumindest meine Helden können sie nicht killen. Meine normalen Viecher werden sie wahrscheinlich töten. Naja, 2 Packs sind übrig geblieben. Ist jetzt nicht so viel gewesen. Jetzt haben wir wieder einen mystischen Hammer bekommen. Und Gebäude auf Level 25 zu erhöhen. Drachenlebenssplitter. zu Goldgrad befördern, Königstein, uraltes Drachenei und die Kapelle zu verbessern, okay. Um diesen Kristalle zu erhalten und so weiter. Kapelle müsste mittlerweile fertig sein. Ja, wir sind Level 3 geworden, vielen Dank. Machen wir hier mal Ökonomie ein bisschen. So. Kapelle kann ich gratis verbessern. Eine Kampagne 1-2, Kampagne 1-3. Besitzt 3 Helden. Müssen wir also einen beschwören jetzt, ha? Ah ne, bei der Bombe, siehst du? Den haben wir anscheinend gerade bekommen. Verstehe. Deswegen hat er mit mir gequatscht. Der wollte sich mir anschließen. Freaks. Nice. Besitzerin, schalte Maurerei 1 frei. Mit Ökonomie. Ja, warum das? Wo ist das denn? Sind das Forschungen oder wie? Gelehrtentum Level 2 brauche ich dafür. Dann wollen wir ihn gleich mal verbessern. Und nochmal. Als nächstes brauche ich die Burg, eine bessere. Ne? Was haben wir hier unten Schönes? Eine Kaserne wird verbessert. So, können wir nämlich gleich neue Milizen machen. 100. Ah ja, auf geht's. Dauert halt ein bisschen, ne? Was haben wir hier? Trainingsgelände. Wahrscheinlich, falls uns einer angreifen sollte, aber Tresor kann man verbessern. Hat jetzt eine Tresorkapazität von, ich sehe es nicht, keine Ahnung. Da, 200.000. Der Tresor schützt seine Ressourcen vor Feinden verbessert, um die Menge mit geschützter Ressourcen zu erhöhen. Bis halt 2,5 Millionen. Die er schützt. Ein Lazarett, um Einheiten zu heilen. Ich glaube, viel kommt nicht nach Hause, ne? Sind alle gestorben, leider. Ein Wachturm. Prüfe freigeschaltete Funktionen nach Level und dann Neuigkeiten. So, was haben wir da hinten? Das ist die Kapelle. Ah ja. Ah ja. Beschleunigen in 1 Minute für einmal. Bauschub in 2,5 Minuten gibt es in 5 Minuten Bauschub. Ah, guck mal, ich hatte die ganze Zeit irgendwie Wasser im Ohr gehört. Das ist hier vorne der Wasserfall. Ein Atelier. Mhm. Im Atelier kannst du Kristalle deponieren, um über Zauber mehr Kristalle zu generieren. Verbesserst, um den maximalen Kristallgang und die Zinsen zu erhöhen. Kristalle ist die Echtgeldwährung, ne? Faszinierend. So, was haben wir hier? Inaktiv. Gebäudeverbesserung. Na dann, machen wir eine Burg verbessern. Da können wir schon gratis machen. Kristallisator, Zeremonienkelch, Navigationskompass, Schmiedeamboss. Alles um Dinge zu verbessern. Na, brauchen wir jetzt nicht. Hier brauchen wir 5 Zeremonienkelche brauche ich jetzt dafür. Jetzt brauche ich 12. Wir verbessern mal Kaserne. Jetzt haben wir da eine Farm, kann ich bauen. Nee. Hätte ich machen sollen. Schalte Maurer 1 frei. Verbessert Kaserne auf Stufe 2. Ich kriege 1000 Dinge, ey. Ja, nur alles mit, ist kein Ding, Alter. Was ich halt schon verbessert habe. Kriegst ja nochmal 1000 Belohnungen, einfach nur wenn du die ganzen Gebäude verbesserst. Ja. Auf Level 4 soll ich das verbessern, okay. Ja, bin nur leider gerade, kann nichts bauen, ne? Kann er beschleunigen. Du kannst Gasbeschleunigung in 4 Minuten 13 verwenden. So. Kaserne verbessert. Er wird verbessert. Ändere den Namen des Anführers. So. Ziffern und Leerzeichen erlaubt. Okay. Tadim! Weltkarte öffnen. Was gibt's denn Schönes auf der Weltkarte? Mein Lord, das ist dein erstes Mal hier. Ich werde dich herumführen. Na, Abgrundwurm. Kannst du gegen andere kämpfen, kannst du hier Farm wahrscheinlich einnehmen und so weiter. Und halt gegen Monster kämpfen. Ja, wichtig. Forschungsverbesserung ist inaktiv. Tatsächlich 951. Na, dann forsche mal. Eine Gilde beitreten. Wir haben jetzt einen 6 Punkte haben wir. Ja. Fernkampfangriff kann ich verbessern. Wahrscheinlich aber ist Ökonomie einfach der bessere Zweig für mich. Rationsproduktion. Holzproduktion, Goldproduktion, Handel. Mal Goldproduktion erhöhen. Bis hinter zu Goldproduktion 3. Mhm. Eine Gilde beitreten. Nein, machen wir jetzt nicht mehr. Einfach auf Level 6, Kaserne 4. Sichern von meinem Inventar. Stadteffekte. Ich hätte ganz gerne mal gewusst, was das ganze Zeug ist, weißt du? Das geht irgendwo hier oben rein. Aber ich finde es dann nicht mehr. Oh. Wird das Schild uns 3 Tage lang durch 3 Tage Noobschutz? Zwei Neulingsteleporter. Na, werden aus dem Inventar entfernt, wenn einer folgenden Gegenwart eintritt. Burg Level 6 oder 7. Tag nach Sterben des Kontos. Und hier haben wir noch einmal Drachenstellung entwickelt. Na gut. Post gehabt. 300 Kristalle fürs Verknüpfen, na. Na ne, jetzt nicht. Machen wir noch ein Questchen? Nee. Ich würde eigentlich ein Dings machen. Ja. Wie komme ich denn da hin? Über die Weltkarte? Nee, über die Kampagne muss ich ja woanders hinkommen. Da komme ich ja gar nicht hier drüber hin. Wahrscheinlich muss ich mir erstmal eine Gilde suchen, bevor ich hier weitermachen kann. Naja, gut, meine Freunde. Na, die Zeit ist eh rum. Das war's gewesen im Angespielt zum Mobile Royale. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mal angespielt. Bis dahin. Ciao, ciao.